So, finde dich ein, vielleicht magst du dir was unter die Knie legen, vielleicht magst du die Füße anstellen. Wenn du die Füße anstellst, dann mach die Füße so breit, dass die Knie so ganz entspannt aneinander fallen können. Und dann schau mal, wo deine Hände liegen, deine Hände und Arme liegen wollen heute. Ob die so ganz weit nach oben, so ein bisschen seesternartig oder vielleicht wie Shavasana neben deinem Körper. Und dann atme einmal so ganz tief ein. Und dann vollkommen aus. Und mach das noch 2-3 Mal mehr. Dass du so ganz, ganz tief einatmest. Und schau mal, ob du wirklich deinen Bauch vollständig aufblasen kannst. Ganz tief. Und ausatmen, das ganze Gewicht ganz bewusst, ganz entspannt in die Erde hineinsinken lassen. Erlaube deinen Augen, sich einmal so ganz zu entspannen. Und es gibt gerade gar nichts zu sehen, also wirklich mal zu schauen, ob du deine Augen geschlossen halten kannst und sie ganz entspannt in deine Augenhöhlen hineinfallen lassen kannst. Um wirklich zu spüren, das Gewicht deines Kopfes und es ganz bewusst über den Hinterkopf in die Erde abzugeben. Und einmal ganz bewusst wahrzunehmen, was jetzt ist. Und zwar mit einem Ja. Und zwar egal, was sich zeigt. Müdigkeit, Vorfreude. Vielleicht ist da noch der ein oder andere Gedankenknoten, den du noch aus dem Tag mitbringst. Vielleicht fühlst du dich eng oder weit. Klein oder groß. Und wirklich auch auf der Gefühlsebene einmal ganz ehrlich willkommen zu heißen, was sich zeigt. Und einmal zu schauen, ob du es wirklich benennen kannst. Liebe, ah ja, da ist Liebe, ja, Liebe. Angst, ah, da ist Angst, okay. Angst, ja. Ärger, Freude, Frust. Egal, was sich zeigt, wirklich in der ganzen Bandbreite. Es mit einem Ja begrüßen. Und so habe ich die letzten Tage verbracht mit Tara Brach, eine buddhistische Autorin und ein ganz wunderbarer Mensch mit ganz besonderen Meditationen, die ein Buch geschrieben hat, Radical Acceptance. Und dieses Bejahen, was sich zeigt, dieses ehrliche Innehalten, Aufmerksamkeit auf das, was sich im Innern zeigt, ist ein besonderes Ritual in meinem Leben geworden.
und hat sich gerade wieder reaktiviert in den letzten Tagen, als ich so oft ihr kleines Buch gehört habe. Und ich möchte ein paar Worte vorlesen, ein Zitat aus ihrem Buch Radical Acceptance, die radikale Akzeptanz. Ich lese zuerst in Englisch und dann in Deutsch. Lass die Worte einfach so auf dich niederprasseln wie ein sanfter Sommerregen. We must get back into relation. Vivid and nourishing relation to the cosmos and the universe. The way is through daily ritual and reawakening. We must once more practice the ritual of dawn and noon and sunset and the ritual of kindling fire and pouring water. The ritual of the first breath and the last. To these rituals we must return. We must plant ourselves again in the universe. Wir müssen uns zurückbegeben in die Verbindung. Eine farbenfrohe und nährende Verbindung zum Kosmos und zum Universum. Der Weg ist durch tägliches Ritual und uns wieder aufwecken. Wir müssen wieder zurück zur Praxis des Rituals. Diese simplen Rituale wie Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang. Die Rituale des Feuer, des brennenden Feuers und des fließenden Wassers. Das Ritual des ersten Atemzugs und des letzten. Zu diesen Ritualen müssen wir zurück. Wir müssen uns wieder pflanzen hinein in das Universum. Und so lade ich dich ein, nochmal einen tiefen Atemzug in deinen Bauch zu nehmen. Und wirklich zu spüren, wie deine Einatmung, deine Bauchdecke weit nach oben hebt. Und dann, welche Beinstellung auch immer du gewählt hast, nimm deine Füße und stell sie hüftbreit vor deiner Hüfte auf. Deine Arme entspannt nach außen gelegt, wie ein T vom Körper weg. Und die Füße mindestens hüftbreit, wenn nicht sogar mattenbreit. Lass die Knie einfach nur sanft von Seite zu Seite. Wie ein Scheibenwischer fließen die Beine von Seite zu Seite. Wenn du Musik benutzt, ist jetzt ein guter Moment, um die Musik zu starten. Ansonsten wünsche ich dir ganz wunderschöne Geräusche um dich herum. Und so lass die Knie sanft von Seite zu Seite und mit geschlossenen Augen lass dich einmal auf die Details ein, dieser so simplen Bewegung. Spür die Bewegung deiner Oberschenkelknochen in deinem Becken. Die zwei Beckenhälften, die auf die Bewegung der Oberschenkel reagieren. Die Rotation der Oberschenkelknochen im Hüftknochen erzeugt eine ganze Kaskade in deinem Becken, Kreuzbein, unteren Rücken. Und vielleicht stimmt der Rest deines Körpers mit ein und vielleicht fließt dein Kopf
sanft von Seite zu Seite rollt über den Hinterkopf. Und schau mal, ob du heute für diese Stunde diese Praxis, die wir so gut kennen, die Haltungen, die du schon so oft getan hast, wieder ganz besonders werden lassen kannst, indem du diese Präsenz mit einlädst. Wie viele Tage hat dein Sein schon erlebt? Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge? Und wie besonders werden diese Momente, wenn du wirkliche Präsenz hinbringst? Und so spür, wie dein Becken über das Kreuzbein rollt, das Gewicht sich immer wieder neu verteilt und du Atemzug für Atemzug tiefer in deinen Körper hineinspürst und weit wirst. Und dann langsam komm zurück zur Mitte. Nimm ein Knie nach dem anderen ganz nahe zu deinem Körper heran. Atme tief und vollständig ein. Aus durch den offenen Mund. Und wenn du möchtest, nimm einmal deinen Kopf und deine Stirn ganz nahe zu deinen Knien und lass dich ein ganz kleines Päckchen werden. Ganz klein. Und dann leg den Kopf wieder ab und lass deinen Rücken ganz langsam schaukeln von Seite zu Seite, sodass du deinen unteren Rücken etwas in die Massage gibst, deinen mittleren Rücken, deinen oberen Rücken. Und dann, wenn du möchtest und die Unterlage unter dir ist dir erlaubt, rolle über deinen Rücken vor und zurück. Und achte darauf, dass du deinen Rücken so rund werden lässt, dass der untere Rücken richtig schön lang bleibt und du wirklich wie über so eine schöne Nussschale hinwegschaukelst. Schambein in Richtung Brustbein ziehen, Kinn in Richtung Brustbein ziehen, den Atem tief fließen lassen. Und dann, wenn du möchtest, roll so weit zurück, dass du wie in so einen Mini-Pflug hineinrollst. Nach vorne so etwas auf die Füße. Nach hinten wieder Mini-Pflug nach vorne, vielleicht auf die Füße. Und wenn du so auf die Füße kommst, kannst du auch gerne dich einmal abstützen und so deinen Körper etwas in Schwung bringst. Und wenn du das nächste Mal nach vorne rollst, komm zum Sitzen auf deiner Matte in einen angenehmen kreuzbeinigen Sitz. Und vielleicht magst du dir ein Kissen, beziehungsweise bevor wir zum Sitzen kommen, komm mal nach oben zum Stehen. Und so ist es ganz oft, um wirklich in dieses Gefühl hineinzukommen, frei zu sein für ein wirklich ritualisiertes Wahrnehmen, ist es so ganz oft so, dass wir Dinge loslassen müssen. Und meistens müssen wir diese Automatismen aus dem Alltag tatsächlich mal ganz bewusst loslassen. Und so wollen wir uns einmal diesem freudvollen Atem nochmal zuwenden, den wir so oft auch geübt haben jetzt in dieser Corona-Zeit. Und ich möchte dich dazu einladen, vor allem die Ausatmung wirklich zu nutzen, um das ein oder andere von deinem Tag oder deiner Woche tatsächlich vollständig auszuatmen. Und wir werden den freudvollen Atem etwas länger üben, als wir das normalerweise tun. Und vielleicht kommt auch der Moment, in dem du so einen kleinen Schwindel bekommst, gerade wo es jetzt so warm ist. Schau mal, wenn
es dir dein Kreislauf erlaubt, ob du drüber weggehen kannst und auch mit diesem Schwindel und in diesem Schwindel weiter die Dinge wirklich loslassen kannst, um wirklich Platz zu schaffen, ja, für etwas Neues, diesen Moment, der sich uns bietet, immer wieder neu, ja, diese neue Chance. Okay, die Füße hüftbreit oder etwas breiter, die Arme ganz locker vom Körper weg. Und wir gehen ein durch die Nase, vollkommen aus durch den Mund, in die Knie ganz locker werden und direkt ein. Und in diesem Atem erlaube mal wirklich den Rippenbögen so ganz weit und groß zu werden. Und in der Ausatmung wirklich so dem Körper erlauben, so vollständig loszulassen und auszuatmen. Und vielleicht erlaubst du auch wirklich deinen Lungen so ganz vollständig auszuatmen. Und wirklich jeden Atemzug neu begrüßen als diese neue Einladung zum Ausweiten, Ausdehnen, dich neu erfinden und jede Ausatmung wirklich vollständig zum Ablösen, was immer verbraucht ist, ein bewusstes auch Abschließen von dem einen oder anderen Thema, das tatsächlich der Vergangenheit angehört. Die letzten fünf, nehmen Sie wirklich noch ganz mit. Die Arme ganz frei schwingen lassen, sodass in den Schultergelenken ganz viel Freiheit entsteht. Die letzten zwei, den Ausatmen ganz bewusst. Und dann vollkommen aus, vollkommen aus, vollkommen aus. Bleib in der Vorwärtsbeuge hängen für einen Moment. Vollkommen aus, vollkommen aus. Kopf ganz locker. In einer kleinen Ja-Bewegung, in einer kleinen Nein-Bewegung. Die Schultern ganz locker, ganz weich hängen. Die Knie ganz, ganz, ganz entspannt. Und dann mit der nächsten Einatmung roll dich ganz langsam auf, ganz langsam. Finde deinen Weg, dich aufzurollen. Und dann, wenn du im Stehen angekommen bist, nimm nur so einen Moment im Stehen, dich zu spüren, was sich verändert hat in deinem Brustkorb, hinter deinem Brustbein, in deinen Schultern, Armen, Hals, Nacken. Und dann ausatmen, du soweit bist, deinen Weg zu finden, zum Sitzen zu kommen und jetzt es dir wirklich bequem zu machen in deinem Sitz, vielleicht mit einem Kissen und erlaube dir wirklich heute, wie eigentlich immer, aber heute nochmal wirklich ganz besonders, dir wirklich all das zu nehmen, was du brauchst. Und wenn du gerade kein Kissen zur Hand hast, dann roll deine Matte auf, dass du so leicht erhöht sitzt und dein Becken wirklich entspannt nach vorne rollen kann. Vielleicht brauchst du oder magst du sogar eine Kissen unter deinen Knien. Nimm es dir. Ja, du bist es wert. Hände auf deinen Knien. Lass dich für einen Moment in der sitzenden Haltung ankommen. Und diesen Moment des Innehaltens wirklich feiern. Wir leben in dieser ganz abgefahrenen Diskrepanz von der Wahrnehmung, dass sobald wir
die Nachrichten anschalten, die Welt scheinbar rennt in einer Geschwindigkeit, wie wir es schon lange nicht mehr gesehen haben. Und auf der anderen Seite viele Dinge und wir selbst in unserer Bewegung sehr viel mehr stillstehen, als wir es gewohnt sind. Und so erlaube dir in diesem Innehalten auch wirklich deinen Geist einzuladen, mitzukommen in dieses Innehalten. Und so leg deine linke Hand einmal auf dein Herz und die rechte Hand darüber. Und halte für einen Moment diesen Raum für dich. Ja, in dieser Ruhe, in diesem Innehalten, in diesem ritualisierten Sein. Und wiederum mit der nächsten Einatmung, nimm deine rechte Hand zu deinem Kopf und leg einmal deine Stirn in deine Hand und lass deinen Kopf in deine rechte Hand so ein bisschen hineinsinken. Und verlass dich auf deinen Körper, dass er dein Denken fängt. Ja. Und so als wäre deine Hand und dein Arm so ein Kanal, über den du deine Gedanken abfließen lassen kannst, lass es wirklich zu. Lass Tür und Tor, deine Stirn sich öffnen. Und so diese ganze Kalkulation, die wir in dem Frontallappen so den ganzen Tag betreiben, erlaube diesem abzufließen. Und diese 75 Minuten, die uns gemeinsam verbleiben, deinen Geist so frei zu halten, dass er sich wirklich einlassen kann auf den Moment. Mit der nächsten Ausatmung löse beide Hände. Einatmen, die Arme groß über die Seite, weit nach oben. Ausatmen durch die Mitte, nach unten in Richtung Erde. Und erlaube wirklich, diesem zentralen Kanal ganz frei zu werden. Einatmen lang und weit nach oben und ausatmen wirklich von deiner Stirn, ja, über das, was du siehst, über das, was du hörst, über das, was du sprichst, wirklich auszustreichen nach unten in Richtung Erde. Letztes Mal tief und weit, groß, ganz, ganz weit werden mit den Armen. Ausatmen, durch deine zentrale Linie streichen. So als wären deine Hände Kämme und du kämmst so richtig durch deine Wahrnehmung. Einatmen, nimm die Arme, verschränk deine Finger hinter deinem Hinterkopf und wir nehmen unsere Wirbelsäule. Ihr kennt, die meisten von euch kennen die Übung von mir. Wir gehen heute nach rechts und zwar ganz bewusst nach rechts und wollen die rechte Seite, ja, einmal befreien. Und zwar nimm deinen rechten Ellbogen und den rechten Ellbogen, stell dir vor, du willst etwas hinter dir berühren, aber ganz sanft, soweit dich dein Körper lässt. Und deine eigene Elastizität bringt dich zurück in die Mitte. Ja? Impuls nach rechts und du bringst dich zurück in die Mitte und dann nimm die Ausatmung mit dazu. Und so gehen wir in diesem Feueratem, kraftvolles Ausatmen, bequemes Einatmen nach rechts. Versuch den Kopf gut aufgerichtet zu halten. Scheitelpunkt in Richtung Himmel. Und werde kraftvoll in deinem Bauchraum. Wirklich den ganzen Raum rekrutieren, auch unterhalb deines Bauchnabels. Und wirklich das Zwerchfell mitnehmen. Ganz bewusst die Ausatmung betonen. Die letzten 10. Und dann, wenn du langsam dich ausbaumeln lässt, zurückkommst zur Mitte, lass die Hände sich lösen, lass sie ankommen, wo sie jetzt landen wollen. Und bleib nochmal für einen Moment dem Innehalten und den Körper dabei beobachten, wie er zurückschwingt in die zentrale Linie, in dein Zentrum. Die Schultern entspannt von den Ohren wegsinken lassen.
den Atem weit in Bauch und Brustraum sich ausbreiten lassen. Und dann mit der nächsten Einatmung deine Augen sanft öffnen, die Hände hinter dich bringen, die Füße aufstellen. Vielleicht nimmst du die Finger nach vorne, zur Seite oder nach hinten, du wählst. Und mit der nächsten Einatmung press deine Füße fest nach unten in Richtung Erde und dein Oberkörper, Brustraum, Hüfte groß nach oben in Richtung Himmel. Wenn die Halswirbelsäule es zulässt, lass den Kopf nach hinten sinken und dann atme tief in deinen Brustraum ein. Ausatmen, lass die Hüfte nach unten sinken. Die Füße kreuzen und deinen Weg in einen Vierfüßlerstand finden. Die Knie wirklich direkt unter deiner Hüfte, die Hände direkt unter deinen Schultern. Atme tief und vollständig ein und dann aus durch den offenen Mund. Und dann beginne dein Becken zu bewegen, ja, dass du diese Welle durch deinen Körper fließen lässt und versuche, jede Bewegung heute wirklich so ganz ritualisiert durchzuführen. Und auch zu schauen, welche inneren Bilder aufsteigen, wenn du dir erlaubst, die Ratio für einen Moment wirklich auf Pause zu drücken und zu schauen, was passiert, wenn du dich ganz auf deinen Körper einlässt. Und diese Welle durch deine Wirbelsäule fließen lässt und die Halswirbelsäule ganz weich wird und der Unterkiefer ganz entspannt vom Oberkiefer wegsinkt. Und du dann deinem Körper die Freiheit gibst, sich in seinem ganz eigenen Bewegungsrhythmus und in seiner ganz eigenen Weise auszudrücken, um dann mit der nächsten Ausatmung die Hüfte nach hinten sinken zu lassen in eine Stellung des Kindes, tief und vollständig einzuatmen in dieser Stellung des Kindes, die Finger ganz weit nach vorne zu schieben, die Hüfte nach hinten und dann aber die Unterarme wirklich absinken zu lassen, einmal tief einzuatmen in den Bauch. Und wenn du dann vollkommen ausatmest, dein Becken nochmal schwerer werden lässt und die Stirn nochmal etwas mehr in Richtung Erde sinken lässt. Also so ganz tief und ganz bewusst aus. Und die Schultern weich. Und wenn du jetzt so ganz tief verbunden bist mit der Erde, dann schau mal, ob es vielleicht etwas gibt, was du nach unten flüstern möchtest. Etwas, was du immer ganz bewusst abgeben möchtest. Wir haben so viele wichtige und so heilsame, simple Rituale vergessen in dieser Zeit, in der wir leben. Nutze diese Magie des Moments, um die ein oder andere Schwere, den ein oder anderen unlösbaren Gedanken oder die ein oder andere Herausforderung, die dir viel zu groß erscheint, immer ganz bewusst nach unten in Richtung Erde sinken zu lassen, auszusprechen, vielleicht wirklich zu flüstern. Dieser so resilienten Erde unter uns, die uns trägt. Mit der nächsten Einatmung in die Schultern über die Handgelenke, die Zehen unterhaken und dann laufe ganz langsam, ganz liebevoll mit deinen Füßen nach vorne in Richtung
Finger, lass dich in dieser ersten Vorwärtsbeuge ganz liebevoll und locker hängen, bevor du dich ganz sanft aufrollst, Wirbel für Wirbel. Ganz langsam zum Stehen kommen, die Hände zu Namaste vor dein Herz legen und wir gehen eine Runde Sonnengebet durch, ganz langsam, um uns zurück zu verbinden mit dem, was den Haltungen innewohnt. Und so lass deine Füße einmal wirklich in die Erde hineinwachsen, Wurzeln graben, wirklich wie eine Pflanze. Ja, aus deinen Fersen, aus deinen Fußballen, aus jedem einzelnen Zeh, dich so richtig in die Matte graben. Und aus diesen festen Wurzeln, ja, lass Kraft und Leichtigkeit nach oben streben. Diesen Stamm, deinen Körper ganz groß wachsen lassen. Mit der nächsten Einatmung die Arme über die Seite groß nach oben geben. Und wir bleiben einen Moment gestreckt, dass die Finger sich weit ausstrecken. Ganz weit werden durch die Finger. Und dann Luftwurzeln schlagen, dieses dich pflanzen ins Universum. Wirklich so weit zu werden und dich selbst wieder wahrzunehmen als das, was du bist, nämlich eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Du bist das verbindende Element, was diese ewige Weite und den endlosen Raum des Himmels mit der Stabilität und der Festigkeit der Erde verbindet. Du bist das Bindeglied. Atme tief ein. Und ausatmen, lass die Arme auf deine Weise nach unten in Richtung Erde fließen. Lass die Knie so tief gebeugt sein, wie du es brauchst. Und lass den Oberkörper gerne etwas schwingen von Seite zu Seite. Nimm den Raum um deine Ohren herum wahr und lass ihn weich und entspannt werden. Die Kiefermuskulatur, deine Stirn, deine Lippen, die Zunge in deinem Mundraum, ganz weich. Einatmen, die Wirbelsäule lang. Ausatmen, den rechten Fuß nach hinten, den linken Fuß dazu in einen nach unten schauenden Hund. Bewege dich einmal frei, ganz auf deine Art und Weise, durch diesen ersten nach unten schauenden Hund. Durch deine Füße treten eine Ferse nach der anderen in Richtung Erde, sich bewegen lassen. Tief und vollständig atmen. Tief, tief, tief ein. Und vollkommen aus durch den offenen Mund und deine Hände und Füße wahrnehmen in der Verbindung zur Erde. Die Handflächen wirklich ganz bewusst nochmal Wurzeln schlagen lassen und deine ganzen Hände benutzen. Ja? Auch das Zeigefinger-Grundgelenk ist kraftvoll mit der Erde verbunden und mit der nächsten Einatmung schieb die Schultern über die Handgelenke, werde ganz lang von den Fersen bis zum Scheitelpunkt, ganz lang. Mit der nächsten Ausatmung Knie, Brust und Kinn zur Erde nehmen. Und dann bleibe hier für einen Moment und schau mal, ob du es dir bequem machen kannst hier. Lass dein Brustbein einmal wirklich ganz bewusst mit der Erde in Verbindung treten und diese Welle in deinem Körper wahrnehmen. Und wenn du das nächste Mal einatmest, erlaube mal deinem Herzen etwas mehr in Verbindung mit der Erde zu kommen, wirklich mit dem Boden unter dir. Und vielleicht die ein oder andere Schwere in deinem Herzen tatsächlich nach unten in Richtung Erde abzugeben. Um dann mit der nächsten Einatmung durchzugleiten zu einer ersten Kobra, in der du die Füße auflegst, den unteren Rücken ganz lang werden lässt, die Hände ganz weit nach außen nimmst. Ja, und mit diesem langen unteren Rücken zunächst mal Kinn in Richtung Brustbein nimmst. Und dann mit geschlossenen Augen, weichen Augenmuskeln, einer weichen Zunge,
einem weichen Kiefer. Beginnst ganz sanft und liebevoll, deinen Körper schlängeln zu lassen und ihn sich ausdrücken zu lassen, so wie er es jetzt möchte. Ein sanftes Kreisen durch deine Schultern und diese extra Aufmerksamkeit in einer Haltung, die du schon so oft vollzogen hast. Und so aufmerksam zu lauschen, was sich verändert, wenn du dir diesen extra Atemzug, diesen extra Moment gibst. Diese extra weiche Langsamkeit. Um vielleicht ganz neue Räume, ganz neue Winkel in deinem Körper zu entdecken. Und in diese Feierlichkeit hineinzukommen, dem Körper Aufmerksamkeit zu schenken. Dieser unglaublichen Weite, die sich entfaltet, wenn wir so ganz mit der Körperrealität in Verbundenheit sind. Mit der nächsten Ausatmung nimm deine Hände unter deine Schultern. Hack die Zehen unter und über die Knie. Schieb deine Hüfte groß nach oben. Und dann in diesem zweiten nach unten schauenden Hund, schau mal, ob du relativ schnell Stille finden kannst. Und in dieser Stille drei Atemzüge nehmen kannst. Mit der gleichen Weichheit um deine Ohren, mit der gleichen Sanftheit in deinem Blick, mit der gleichen Achtsamkeit von deinen Fingerspitzen bis zu deinen Zehen. Und dann mit der nächsten Einatmung schau nach vorne zwischen die Hände. Lass dein rechtes Bein steigen, die Ausatmung nimmt deinen rechten Fuß nach vorne, den linken Fuß dazu. Die Einatmung lass deinen Rücken sich ganz lang strecken und die Ausatmung in die Vorwärtsbeuge. Mit der nächsten Einatmung nimm die Arme über die Seite lang nach oben und bleib nochmal für einen Moment dich wahrnehmen zwischen Himmel und Erde. Lass die Finger sich noch etwas weiter ausstrecken und nimm mal deine Imagination, so diese richtig freie, befreite Fantasie, um entlang deiner Fingerspitzen bis in die äußersten Ecken des Universums dich zu träumen und über deine Füße bis in die tiefsten Schichten der Erde vorzudringen. Und dich selbst als dieses magische Bindeglied zwischen diesen zwei Universen zu sehen. Ausatmen, bring die Hände zusammen vor deinem Herzen. Lass die Schultern von den Ohren wegsinken und atme. Wir fließen gemeinsam durch die nächsten Sonnengebete und schau mal, ob du diese Weichheit und dieses liebevolle Umgehen mit dir selbst mitnehmen kannst, auch wenn die Bewegungen etwas schneller werden. Einatmen, die Arme fließen über die Seite groß nach oben. Ausatmen, die Arme fließen nach unten in Richtung Erde. Der Kopf ist ganz entspannt. Einatmen, die Wirbelsäule wird lang. Ausatmen, der linke Fuß strebt nach hinten, der rechte Fuß dazu. Ein, die Schultern über die Handgelenke und aus, Knie, Brust und Kinn. Ein, der Körper taucht durch zur Kobra. Aus, zum nach unten schauenden Hund. Ein, dein linkes Bein steigt. Aus, der linke Fuß nach vorne, der rechte dazu. Ein, in einen langen Rücken. Aus, die Vorwärtsbeuge. Ein, die Arme steigen groß nach oben. Aus, direkt in die nächste Vorwärtsbeuge. Benutze deinen Körper und die Bewegungen wie einen Blasebalg. Ein, der Körper lang. Aus, der rechte Fuß nach hinten, linker Fuß dazu. Ein, die Schultern über die Handgelenke ganz weit im Brustraum und in den Lungen. Aus, Knie, Brust und Kinn.
Ein zur Kobra. Aus zum nach unten schauenden Hund. Ein rechtes Bein steigt. Aus rechter Fuß nach vorne, linker Fuß dazu. Ein langer Rücken. Aus Vorwärtsbeuge. Ein steige groß nach oben, werde lang als dieses Bindeglied. Aus zur Vorwärtsbeuge. Ein in einen langen Rücken. Aus, linker Fuß nach hinten, rechter Fuß dazu, nach unten schauender Hund. Ein, Schultern über die Handgelenke. Aus, Knie, Brust und Kinn. Spür nochmal dein Brustbein. Ein zur Kobra, das Weitwerden in Kehle und Brustraum. Aus, zum nach unten schauenden Hund. Ein, linkes Bein steigt. Aus, linker Fuß nach vorne, rechter Fuß dazu. Ein, langer Rücken. Aus zur Vorwärtsbeuge. Ein, groß nach oben. Aus zur Vorwärtsbeuge. Und wir werden etwas komplexer. Ein, zum langen Rücken. Aus, rechter Fuß nach hinten, linker Fuß dazu. Ein, rechtes Bein steigt. Aus, rechter Fuß nach vorne, bleib hier. Der rechte Arm steigt einmal lang nach oben. Und dein rechter Fuß presst direkt kraftvoll in die Erde hinein. Und deine linke Hand presst so kraftvoll in die Erde hinein, dass du entlang deines rechten Armes dich so lang ausstreckst, als könntest du die Sterne im Himmel berühren. Von der hinteren Ferse bis zum Scheitelpunkt werde so lang, dass du deine eigenen Grenzen nicht mehr spürst. Und dann press so fest in deinen rechten Fuß hinein, dass du die linken Fingerspitzen auf Türmchen setzen kannst. Und erlaube der rechten Pobacke sich zu melden. Erlaube dem rechten Oberschenkel sich zu melden. Und dann benutze ihn nochmal etwas kraftvoller, um langsam und ganz kontrolliert in eine Krieger-2-Haltung hineinzusinken. Und jetzt achte darauf, und du kannst gerne mal deine Hand wirklich auf dein rechtes Knie fließen lassen. Dein hinterer Fuß ist parallel zum hinteren Mattenrand. Und schau dir wirklich mal dein rechtes Knie an. Wir haben oft die Tendenz, dass das Knie so nach innen fällt. Ja? Also, dass dein Knie so nach innen abfällt. Schau mal, dass dein rechtes Knie wirklich direkt, ja, über deinem rechten Fuß steht. Das alles nur dich abzulenken von deinem rechten Oberschenkel. Schau wirklich darauf, und es ist so wichtig, ja, für dein Knie in dieser Repetition, ja, diese vielen Wiederholungen, die wir im Yoga machen, dass du wirklich gut ausgerichtet bist. Also rechtes Knie wirklich kraftvoll über dein rechtes Fußgelenk schieben. Und vielleicht dich noch ein bisschen tiefer sinken lassen, ja, und den hinteren Fuß bewusst auf die Fußaußenkante rollen. Und wenn du die Arme dazu nimmst, dann lass die Schultern ganz locker weg von den Ohren sinken. Und die Arme sind parallel zur Erde, die Finger sind ganz weich. Und dann schieb dich nochmal anhand deiner Imagination wirklich entlang des Horizonts, sodass du von der einen Hand bis zur anderen Hand in deiner Imagination die Welt umspannst. Einmal so wirklich ganz weit werden. Tief ein. Ausatmen, hintere Hand zum hinteren Bein. Und dann werde erstmal lang nach oben in Richtung Himmel. Und dann lass den Brustraum noch ein bisschen weiter werden und eventuell den Arm entlang des Ohrs. Aber spür mal, wo du wirklich stehst heute. Und die hintere Hand, die ist dann nur zur Dekoration, ja. Versuch wirklich, dein hinteres Knie nicht zu stark zu belasten mit deiner hinteren Hand und dann geh in einer weiten Bewegung zurück. Du spürst schon, dass diese Stunde heute wird intensiv dadurch, dass wir da sind, wo wir wirklich sind. Nimm den rechten Fuß nochmal lang mit nach oben und dann beug dein rechtes Knie und schau mal unter deiner rechten Achsel hindurch. Und schau, so müssen wir unsere Yoga-Praxis immer wieder auch nochmal hinterfragen und zu schauen, dass auf der einen Seite diese Bewegungen im Fluss unglaublich gut sind für unseren
für unseren Kreislauf mit der nächsten Ausatmung, nimm den rechten Fuß wieder zurück zur Erde und bewege dich einmal durch deinen nach unten schauenden Hund. Und aber es unglaublich wichtig ist, dass wir in unserer Yoga-Praxis auch immer wieder, ja, immer wieder innehalten und pausieren und nochmal ganz genau und ganz tief in diese Haltungen hineingehen und wirklich uns erlauben, auch mal da zu sein und wirklich aufsteigen zu lassen, was da ist. Mit der Einatmung nimm das linke Bein lang nach oben und führe es zwischen die Hände. Der linke Arm steigt. Und dann werde so lang von deiner unteren Hand bis zur oberen Hand, dass du wirklich mit deinen Fingerspitzen bis zu den Sternen greifst. Von deiner hinteren Hand bis zum Scheitelpunkt so lang werden und bleib da für einen Moment und spüre wirklich, wo du bist. Und dann presse etwas mehr auf deinen linken Fuß, sodass du mit deinen Fingerspitzen wirklich die Erde, so ein Türmchen bildest und wirklich in diese linke Pobacke ganz bewusst hineinkommst. Und schau mal, was da aufsteigt, ja, aus diesem Po-Muskel, der so stark an dieser Fight-Flight-Antwort beteiligt ist. Ja, unsere Beinmuskulatur, die das alles abkriegt, dieses ganze Cortisol, was in unser System fließt, mit der nächsten Einatmung so viel Kraft in deinen linken Fuß, sodass du kontrolliert in eine Kriegerhaltung hineinkommen kannst. Ja, dein linkes Knie, schaust dir nochmal an, nimm wirklich deine linke Hand und setz dein Knie ganz bewusst über dein linkes Fußgelenk. Spür deine Fußwölbungen, schieb die hintere Fußaußenkante bewusst in die Erde hinein und setz dich in deine Haltung hinein. Ja, und dann nimm deine Arme ein. Und bring diesen Hatha-Yoga-Aspekt mit in deine Praxis. Ja, dieses Stiram Sukham Asanam, diese wirklich in der Haltung zu sein und ehrlich willkommen zu heißen. Ja, mein linker Oberschenkel brennt, vielleicht zittert. Ja, meine Beine sind sehr viel müder, als ich gedacht habe. Boah, ja, in meinen Schultern, in meinem Nacken, aha, aha. Das ist der Abdruck meines Alltags. Mit der Ausatmung hintere Hand zum hinteren Bein. Und dann streck dich aus zu dem, was größer ist als du. Das, was größer ist als die Automatisierung des Alltags. Und erlaube dich, damit zu verbinden. Ja, diese Rückverbindung, die das Zitat anspricht. Und vielleicht magst du dich ein bisschen nach hinten lehnen und wirklich die Rippenbögen ein bisschen freigeben, dass dein Atem dort so richtig hineinfließen kann. Mit der nächsten Ausatmung in einer weiten Bewegung komm zurück und nimm dieses brennende Bein mit nach oben. Streck es lang, ja, streck es richtig lang und beug dein linkes Knie und atme tief. Tief und vollständig. Vielleicht magst du einmal durch dein Fußgelenk hindurch rotieren. Schau, was du brauchst. Und mit der nächsten Ausatmung lass deinen Fuß zurück zur Erde kommen und spür mal, was sich tut, ja, in deiner Hüfte, in deinen Beinen. Mit der nächsten Ausatmung nimm die Knie zur Erde, die Hüfte zu den Fersen und komm nochmal in deine Stellung des Kindes. Zuerst werde ganz lang von den Sitzbeinhöckern bis zu den Fingerspitzen, ja, ganz lang, ganz lang. Ausatmen durch den offenen Mund, wirklich ganz locker, ganz bewusst aus und dann erlaube deinen Unterarmen nochmal ganz anzukommen und lass dieses Treffen deiner Stirn mit deiner Matte wie so ein Date zwischen Freunden sein. Also dieses wirkliche, ganz bewusste sich fallen lassen, die Hüfte ganz schwer fallen lassen und atme nochmal tief aus, oh, und lass die Schultern los. Das Gesäß, die Oberschenkel. Letzter tiefer Atemzug und vielleicht ist dann nochmal ein Flüstern, ein wirklich ganz bewusstes: Mensch, lass es los, was immer es ist. Ja, sprich's aus, dass du es hörst, dass du weißt, was die Realität ist. Dass du gehört bist und dass es sich tatsächlich verändern kann. In der nächsten Einatmung nimm die Schultern über die Handgelenke.
Ausatmen, beug die Ellbogen, Brustraum zur Erde. Atme tief ein und finde dich nochmal in dieser Cobra. Und dann heb mal deine Oberschenkel so ein bisschen hoch und zieh sie nach hinten, als wolltest du deine Knie, ja, weiter nach hinten bewegen und den Oberschenkel aus der Hüfte herausziehen. Ja, also so richtig das Becken weiter nach hinten bewegen, die Hände so richtig aufkommen lassen, außerhalb der Matte. Und dann mit der nächsten Einatmung roll deine rechte Schulter einmal hoch zum Ohr und dreh dich einmal über deine rechte Schulter. Du musst nicht besonders hochkommen, aber nimm mal wirklich diese Umsicht über deine rechte Schulter zu schauen und wirklich diesen Perspektivwechsel tief ein. Und dann nimm dein Kinn zum Brustbein ganz tief und roll zur anderen Seite. Roll die linke Schulter hoch zum Ohr, wenn du angekommen bist, und schau über deine linke Schulter. Wir machen das noch einmal auf jede Seite. Kinn zum Brustbein hin, ja, den Nacken ganz lang, und roll über das Brustbein in einem Halbkreis zur anderen Seite. Und wenn du an der rechten Schulter angekommen bist, Schulter hoch zum Ohr, weit zurück. Das Schulterblatt bewegt sich auf deinem Oberkörper und du schaust zur anderen Seite. Der untere Rücken sollte unglaublich lang sein dabei. Nochmal nach links, wirklich Kinn zum Brustbein, ganz, ganz lang im Nacken, ganz tief der Atem in den Bauch. Der Bauch atmet gegen die Erde. Und zur anderen Seite. Und mit der nächsten Ausatmung kommt zurück zur Mitte. Wir bleiben noch für einen Moment. Und dann nimm deine Hände einmal zu deinem Kreuzbein und zieh dein Kreuzbein weit weg. Also das Kreuzbein richtig wegschieben von deinem Kopf. Ja, Schambein Richtung Brustbein, so als wolltest du den Bauch von der Erde quasi ablösen, auch wenn das fast unmöglich ist. Ja, und dann verschränke deine Finger hinter deinem Kreuzbein andersrum, als du es gewohnt bist. Und halte die Länge im unteren Rücken und halte die Länge im Nacken. Und dann roll beide Schultern hoch zu den Ohren und dann weit zusammen, als wolltest du eine Nuss knacken zwischen den Schulterblättern, und komm hoch in deine Cobra. Und dann schließ mal deine Augen und bleibe. Und bleibe und atme und sag Ja zu dem, was sich zeigt. Egal, was es ist. Eine Empfindung in deiner Haut, ein Gedanke, der aufsteigt, ein Gefühl, das dich überfällt. Egal, was es ist, sag mal wirklich Ja, ja, ich sehe dich. Tief ein. Und dann löse die Hände, bring sie unter die Schultern, über die Knie, zum nach unten schauenden Hund. Und dann bewege dich ganz bewusst durch den nach unten schauenden Hund. Atme tief ein. Aus durch den offenen Mund. Ein, nimm dein rechtes Bein lang nach oben. Ja, von deinen Handballen bis zu deiner Ferse finde mal eine richtig schöne lange Linie. Und dann setz deinen rechten Fuß nochmal zwischen die Hände. Nimm direkt den rechten Arm noch mit nach oben. Zieh dich lang. Von deiner hinteren Ferse bis zum Scheitelpunkt richtig schön lang. Von deiner unteren Hand bis zur oberen Hand richtig schön lang. Press mit deinem rechten Fuß auf die Erde, richtig ein in die Erde hineinpressen. Du solltest das wirklich in deiner ganzen rechten Pobacke spüren, um deinen rechten Sitzbeinhöcker. Ich hoffe, dass du morgen auch noch an mich denkst, ja, wenn du in deine Pobacke hineinspürst. Also richtig kraftvoll, 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 sodass du in Zeitlupe deine Rückwärtsschwimmbewegung in deine Krieger-2-Haltung hineingibst. Und dann lade dein Knie nochmal ein, auch über dein rechtes Fußgelenk zu kommen. Die Arme parallel zur Erde, sinke. Und dann atme tief ein und lass dem Brustraum mal richtig Platz. Ausatmung, deine hintere Hand zum hinteren Bein und dann streck den rechten Arm ganz lang nach oben.
Mit der nächsten Ausatmung, rechter Ellbogen, aufrechtes Knie. Es bleibt also in dieser Intensität in deinem rechten Bein. Nimm den linken Arm zunächst lang nach oben, sodass die Schulter wirklich wächst, ja, aus deinem Oberkörper hinaus wächst. Und dann entlang deines linken Ohrs, sodass eine lange Linie entsteht von deiner hinteren Fußaußenkante bis zu den Fingerspitzen. Und jetzt press nochmal. Ich weiß, dass der Oberschenkel müde ist, aber wir heißen willkommen, ja, das, was sich da zeigt. Press nochmal so fest in deinen rechten Fuß hinein, dass deine rechte Ellenbogen sich löst. Und wir bleiben da mal in diesem eventuellen Diskomfort. Vielleicht ist der Diskomfort sehr, sehr groß. Bleibe und atme und schau, was sich da zeigt. Und atme nochmal tief, nochmal tief, nochmal tief. Und press so fest in deinen rechten Fuß hinein, dass der rechte Arm lang nach oben steigen kann, dein rechtes Bein sich streckt. Zieh dein Schambein in Richtung Brustbein, den unteren Rücken lang von der Erde, von nach unten. Und die Arme parallel für das Dreieck. Und bevor wir jetzt ins Dreieck gehen, zieh nochmal die Kniescheibe ran, sodass deine Oberschenkelmuskulatur arbeitet. Spür beide Fußwölbungen. Und dann zieh mit deinen Fingerspitzen, als wolltest du mich berühren, falls ich vor dir stehe. Ja? Also wirklich lang nach vorne, lang nach vorne, lang nach vorne. Ich drehe mich mal, dass ihr es gleich sehen könnt. Wenn du einen Block oder ein Buch oder etwas brauchst, um wirklich gut in Trikonasana anzukommen, dann platzier es dir. Ja? Vielleicht ist es dein Schienbein, vielleicht bist du auf der Erde außerhalb. Und dann mit der nächsten Einatmung nimm deine linken Fingerspitzen einmal zu deinem linken Hüftknochen. Spür den mal. In der Tendenz macht das Trikonasana, dreht sich so nach vorne, ja, und nach unten. Jetzt nimm mal deinen linken Hüftknochen und zieh ihn mal, ja, beziehungsweise lenke ihn nach oben in Richtung Himmel. Ganz öffnen, sodass dein Bauch sich vollständig zu meiner Seite dreht, ja, richtig ganz zu mir. Super, und dann nimm deinen linken Arm nach oben und dann nimm deinen linken Arm entlang des linken Ohrs. Und dann press nochmal mit deinem rechten Fuß in die Erde und lass nochmal wirklich die Oberschenkelmuskulatur beider Beine kraftvoll arbeiten. Und dann grabe nochmal die Wurzeln deiner Füße in die Erde und umspanne nochmal die Erde mit deinen linken Fingerspitzen. Und dann lass Kopf, Hals, Nacken, Raum um die Ohren herum ganz weich, ganz weit, ganz offen werden. Atme tief ein. Und ausatmen, nimm die linke Hand nach unten in Richtung Erde, ein kleines Beugen deines hinteren Fußes und dann komm in diese Kopf zur Kniestellung, aber wir richten zunächst die Füße aus und achte darauf, dass deine Füße nicht wie auf einem Seil stehen, sondern dass du so ein bisschen Platz dazwischen hast. Okay? Und dann komm mal über dein vorderes Knie zunächst nach oben. Deine Hände verschränken sich hinter deinem Rücken und dann roll mal deine Schultern wieder richtig groß auf und presst deinen rechten Großzehballen so richtig kraftvoll in die Erde hinein. Und dann dein Herzraum, der steigt so richtig nach oben in Richtung Himmel, dein Schambein Richtung Brustbein, der Rücken ganz lang, Brustbein, Kehle groß. Und dann in der Ausatmung mit angespanntem rechten Oberschenkel. Ja, sodass dein rechtes Knie, das ist nicht am Ende deines Gelenks, sondern das ist leicht gebeugt. Und damit gehst du in deinem Rhythmus, in deinem Atemrhythmus zum Ende deiner Flexibilität, dort, wo deine Rückseite des Beins dich hinlässt. Und wenn du kannst und möchtest, darfst du die Arme quasi mit, die Schultern mit in die Öffnung geben. Wenn dir das zu eng ist hier, dann nimm ein Band, eine Socke, ein T-Shirt, was du hier liegen hast, sodass deine Arme etwas weiter sein können. Okay? Und so strömst du nach vorne und unten. Und dann bleibe mal an diesem Ende. Zieh deine rechte Hüftseite nach hinten und die linke Hüftseite nach vorne. Das intensiviert das Gefühl, welches auch immer aufsteigt. Und dann ist es ein Ja. Ja, ja zu dem, was aufsteigt, ja. Ja zur Rückverbindung mit dem Kosmos. Und im Kosmos, da ist alles. Komfort, Diskomfort, Freude, Leid, Helligkeit, Dunkelheit.
Angst, Liebe, Vorwurf, Verständnis, alles ist da. Atme tief ein. Aus durch den offenen Mund, löst die Hände, bring sie zur Erde, nimm den rechten Fuß lang nach oben, streck ihn groß nach oben. Gib dieser rechten Hüfte eine Pause, ja? Rotier durch dein Fußgelenk. Lass das Blut zurückfließen zum Herzen. Lächel dir einmal zu für diese unglaublich wichtige Arbeit, die du da tust. Und ausatmen, rechter Fuß zurück zur Erde. Tief ein, tief aus. Wir gehen direkt zur anderen Seite. Linker Fuß steigt. Nimm den linken Fuß, ersetze die linke Hand, linker Arm steigt. Presse in deinen linken Fuß hinein, kraftvoll. Ja? Von der hinteren Ferse bis zum Scheitelpunkt werde so lang. Von der unteren Hand bis zur oberen Hand werde so lang. Und dann presse in den linken Fuß hinein, Türmchen. Presse in den linken Fuß hinein, um in Zeitlupe. Ja, deine Krieger-2-Haltung, dein Knie direkt über dem Fußgelenk. Lass es nicht zu, dass es nach innen sinkt. Nimm es mit. Schultern weich, Kiefermuskulatur weich. Beide Fußwölbungen, spür sie. Lass die Wurzeln wachsen, wirklich wachsen. Ja zu dem, was sich zeigt. Ja zu dem, was sich zeigt. Ja zu dem, was sich zeigt. Und auch wenn es Ungeduld ist, wann geht's weiter? Ja zu dem, was sich zeigt. Mit der nächsten Ausatmung hintere Hand zum hinteren Bein und lass dich steigen. Und dann überkippen. Und öffne diesen Brustraum. Und ausatmen, linker Ellbogen zu linkem Knie. Ja, und sinke noch ein kleines bisschen tiefer in die Haltung hinein. Rechter Arm zunächst lang nach oben. Lass wirklich die Schulter herauswachsen aus deinem Oberkörper und dann entlang deines rechten Ohrs. Rechter Fuß Außenkante kraftvoll in die Erde hinein und dann so fest dieses Brennen in deinem linken Oberschenkel. Nimm es mit. Sinke tief. Ja zu dem, was sich zeigt. Ja zu dem, was ich bin müde, ich habe keine Lust mehr. Ja zu dem, was sich zeigt. Tief ein. Tief aus. Und dann press in deinen linken Fuß hinein. Nimm den linken Arm mit. Zieh dich lang. Umgekehrtes Dreieck. Beide Oberschenkel arbeiten, ja, wenn wir jetzt in Trikonasana hineingehen. Okay, und dann zieh dich lang nach vorne, linke Hand, zieh dich lang nach vorne. Lass die linke Hüfte, schau mal, linke Hüfte abkippen lassen nach unten, sodass du diese Länge hier, ja, in deinem Oberkörper mitnimmst. Super. Und dann komm an, ja, dort, wo es für dich stimmig ist. Rechter Arm steigt groß nach oben. Rechter Fuß Außenkante kraftvoll in die Erde hinein. Nimm nochmal beide Oberschenkel. Achte auf deine Knie. Die sollten beide minimal gebeugt sein. Minimal, sodass die Muskulatur dein Knie beschützt. Super. Und dann Arm groß nach oben. Lass nochmal die Schulter aus deinem Oberkörper herauswachsen. Und dann umspanne die Erde mit deiner rechten Hand. Von deinen rechten Fingerspitzen eine unendlich lange Linie. Bis sie wieder ankommt an deiner rechten Hüfte, ja, einmal um die Welt herum. Tief ein, vollkommen aus. Und lass los im Nacken. Noch einmal ganz tief ein. Und ausatmen, lass die rechte Hand zurück zur Erde kommen. Nimm dieses kleine rechtes Knie beugen, den rechten Fuß nach außen. Achte darauf, dass du ein bisschen Platz hast für deine Balance. Und vielleicht hast du hier zwei Blöcke. Ja, es könnten sogar zwei Stühle sein. Schau einfach wirklich, wo du bist und dass du gut atmen kannst und dass du wirklich Ja sagen kannst zu dem, was sich zeigt. Und wenn du dann hier angekommen bist, dann verschränk deine Hände wieder hinter deinem Rücken. Roll die Schultern weit auf.
und zieh das Schambein, ja, also da tut sich nochmal ganz viel, Schambein Richtung Brustbein, sodass der untere Rücken ganz lang ist. Und dann hebt sich das Brustbein und es hebt sich die Kehle und öffnet sich. Und dann kannst du dieses ganze Paket, ja, langer Rücken nach vorne und unten sinken lassen. Und dann geht es wieder um das Gleiche. Lass hier Weite leiten in deiner Kehle, in deinem Kiefer. Ja, ganz bewusst, ganz weich, ganz locker und atmen. Ja zu dem, was sich zeigt. Benenne es. Es ist ein Kennenlernprozess, eine Ehrlichkeit, die wir üben müssen, jeden Tag. Weil unsere Gesellschaft so viel darüber wegwischt. Wenn uns jemand auf der Straße fragt, wie geht es dir? Ich antworte nicht mehr mit gut. Ich sag nur noch, das ist komplex. Wenn du genug Zeit mitbringst zum Zuhören, dann erzähle ich es dir. Ansonsten ist es, wie es ist. Ja zu dem, was sich zeigt. Tief ein. Ausatmen, löse die Hände, nimm den linken Fuß mit, zurück nach oben, richte dich ein in einem nach unten schauenden Hund. Linkes Bein nach oben, die Fußgelenk einmal drehen zu lassen und tief zu atmen. Super, mit der nächsten Ausatmung nimm dein rechtes Bein zurück zur Erde. Nimm die Knie zur Erde, Hüfte zu den Fersen. Ein letztes Mal in der Stellung des Kindes verweilen und dann schau mal, ob du dieses Date nochmal wahrnehmen kannst. Stirn zur Erde. Mal ganz bewusst so den Raum um die Sitzbeinhöcker, Gesäßhälften, mal wirklich ganz entspannt, ganz weich zu spüren, was sich da tut. Mal schauen, ob du die Hände locker lassen kannst und wirklich diese Oberflächenspannung auf den Händen, das Festhalten, das Greifen von dem, was wir glauben, was wichtig ist und was richtig ist und das Festhalten einmal lösen. Einmal tief ein. Tief aus. Einatmen, nimm die Schultern über die Handgelenke. Ausatmen, Ellbogen beugen. Einatmen, tauche durch zur Kobra. Aus zum nach unten schauenden Hund. Ein, rechtes Bein steigt. Wir fließen einmal durch diesen ganzen Prozess durch. Ein ganz sanftes, langsames Fließen. Rechter Fuß nach vorne, rechter Arm steigt in der Einatmung. Ausatmen, in einer langen Bewegung, Krieger 2 Haltung, nur Hallo sagen. Hintere Hand zum hinteren Bein, rechter Arm steigt. Rechter Ellbogen auf rechtes Knie, linker Arm entlang des linken Ohrs. Presse deinen rechten Fuß hinein, rechter Arm fließt nach hinten. Und auf einmal sind all die Haltungen so viel angenehmer und sanfter. Trikonasana. Linker Arm entlang des linken Ohrs. Ausatmen, linke Hand zur Erde. Kleiner Sprung, Kopf zur Kniehaltung. Wir bleiben hier direkt. Du könntest hier nochmal deine Blöcke haben. Und dann sinke in dein Ende der Haltung für einen Atemzug. Nur spüren, wo du bist. Nimm deinen rechten Fuß mit nach oben. Streck ihn lang, atme tief ein. Und dann aus, nimm dein rechtes Knie zwischen die Hände für Kapotasana, die Taube. Vielleicht magst du hier ein Kissen haben, ja, oder einen Block oder auch eine Decke, ja, was du hast, um dein Becken zu leveln. Einmal ganz kurz zeigen, es ist ganz wichtig, dass dein Becken auf einer Ebene ist, ja, also dass dieses hintere Bein sich nicht ausdreht, wie das, was ich jetzt hier tue, sondern dass es sich eindreht, ja, und dass der Fuß hinter dir gut abgelegt ist. Also nicht ausdrehen, sondern eindrehen und dass dein vorderes Bein so
weit geöffnet ist, also dein Knie, je mehr du das öffnest, desto intensiver wird das Gefühl in deiner rechten Pobacke. Und dass du wirklich deine Position findest, in der wir jetzt gut mal 10 Atemzüge bleiben. Dass wir wirklich, dass du dich einrichtest in deiner Position. Ja, vielleicht magst du nochmal diese Kraftanwendung, die wir normalerweise immer tun, die kannst du gerne nochmal einbauen und dich dann hineinsinken lassen. Und dann schließ die Augen, lass die Augen weich werden, lass die Kiefermuskulatur weich werden und dann ja zu dem, was sich zeigt. Ich mag diese Haltung. Ja zu dem, was sich zeigt. Oh mein Gott, Kapotasana, die Taube, bitte nicht schon wieder. Ja zu dem, was sich zeigt. Yoga nennt es Raga und Dvesha, das, was wir mögen und das, was wir nicht mögen. Und Yoga sagt, dass dieses Mögen und Nichtmögen in der Wurzel zu Leiden führt, weil das, was wir mögen, davon wollen wir mehr und mehr und mehr und greifen und halten es fest. Dvesha, das, was wir nicht mögen, ist das, was wir wegschieben, umgehen, drüberwischen, abwehren, dagegen kämpfen. Ja, und wir kennen das alle ganz klein und ganz groß. Und dieses Buch von Tara Brach, Radical Acceptance, ist diese Praxis des Buddhismus, ja zu sagen zu dem, was sich zeigt, nicht in Resignation, aber ein ehrliches erstmal sehen und kennenlernen, ja zu dem, was sich zeigt. Um dann eine informierte Entscheidung treffen zu können. Und das können wir nur, wenn wir wirklich ehrlich hingeschaut haben. Tief ein. Aus durch den offenen Mund. Mit der nächsten Ausatmung, wenn du ein Kissen hier hattest, nimmst zur Seite, sodass du dich absinken lassen kannst auf deine rechte Pobacke und dann dein hinteres Bein in einem ganzen langen Halbkreis außerhalb deines rechten Knies aufzustellen, beide Sitzbeinhöcker auf der Erde ankommen zu lassen. Vielleicht hast du ein Kissen unter deinem Po, dass du dich ein bisschen erhebst, ja, oder dein rechtes Bein, das untere, einmal lang ausstreckst. Und du weißt, ob du das tun musst, indem du spürst, ob beide Sitzbeinhöcker auf der Erde sein können. Wenn die auch beide auf der Erde sind, super, bleib so sitzen. Wenn du nur auf dem rechten Sitzbeinhöcker hängst, dann streck entweder das Bein oder nimm dir ein Kissen. Beide Hände um dein linkes Knie. Mit der Einatmung lass die Wirbelsäule wachsen, Scheitelpunkt in Richtung Himmel. Schultern von den Ohren weg. So tief ein, dass dein Bauch gegen den Oberschenkel atmet. Ganz tief ein. Mit der nächsten Ausatmung drehen Richtung Oberschenkel. Umarm dein linkes Knie mit deinem rechten Ellbogen. Linker Arm strebt in den Himmel, dreht hinter dich. Komm an in deiner Endhaltung. Vielleicht ist der rechte Ellbogen außerhalb des linken Knies, um dir einen extra Hebel zu geben. Oder du hältst nur, du willst. Und dann liebevolle Ja-Bewegung. Liebevolle Nein-Bewegung, Halswirbelsäule wirklich ganz locker, ganz weich. Ja zu dem, was sich zeigt. Eine Neugier. Was ist es? Aha. Und was steckt dahinter? Aha. Wirbelsäule lang, einatmen, ganz lang. Aus. Und spüren im Becken, im Bauchraum, in dem Herzen, was zeigt sich? Enge hier, weit dort. Ja zu dem, was sich zeigt.
Einatmen lang. Ausatmen tief. Um zu sehen, was sich zeigt, wenn wir bleiben. Und nicht davonlaufen. Vor uns selbst. Oder dem Moment. Ja zu dem, was sich zeigt. Mit der nächsten Einatmung nimm den hinteren Arm, streck ihn lang nach oben. Löse die Haltung, indem du sanft in die andere Richtung dich drehst. Richte dich auf. Nimm den linken Fuß wieder lang nach hinten. Den rechten Fuß lang nach hinten und spür in diese, wow, in dieses neue Gefühl, in deiner rechten, in deinem rechten Gesäß, Oberschenkel. Linke Seite, wir fließen, linkes Bein steigt ein, aus, linke Hand wird ersetzt durch den linken Fuß, linker Arm steigt, presse deinen linken Fuß hinein, fließe langsam und liebevoll, du kennst sie alle. Aber bleib offen für das, was sich zeigt. Linker Ellbogen auf linkes Knie. So lange schon leben wir in diesem Körper und doch zeigt sich jeden Tag etwas Neues. Press kraftvoll in deinen linken Fuß hinein. Bleib achtsam und neugierig. Umgekehrtes Dreieck. Linker Arm. Lang nach vorne. Trikonasana. Streck dich groß. Spür beide Knie. Rechter Arm entlang des Ohrs. Ja zu dem, was sich zeigt. Ausatmen, rechte Hand zur Erde. Den rechten Fuß etwas nach vorne und außen. Einatmen in den langen Rücken. Vielleicht mit deinen Blöcken, lass dich sinken. Weich in deiner Stirn. Weich in deinen Augen. Ja. Tief ein. Aus, Füße, linker Fuß kraftvoll nach oben und dann dein linkes Knie gebeugt zwischen deine Hände. Kapotasana, die Taube, richte dich ein. Ja, rechtes Bein, hinteres Bein in die Innenrotation. Lang in der Psoasmuskulatur. Vielleicht einmal diese Kraft, ja, das Zusammenziehen. Darauf achten, dass du einen guten Winkel gefunden hast. In deinem vorderen Knie tief ein und dann aus. Dich über dein gebeugtes linkes Bein dich einrichten, deine 10 Atemzüge. Ich muss hier mal einen Freund rauslassen. Dein Date mit der Erde. Vielleicht gibt es da noch etwas, was du abgeben möchtest. Und so diese Beziehung wiederherstellen zu den Elementen. Ja, die da sind immer und sie wirklich nutzen, so wie es die Naturvölker seit Tausenden von Jahren getan haben. Also diese Fragen, die Google nicht beantworten kann, und das Größere abgeben. Tief ein. Vollkommen aus. Kiefermuskulatur locker, Stirn. Zunge vom Gaumen lösen. Und dann richte dich langsam auf. Ja, ganz langsam.
Wenn du das Kissen unter deinem linken Po hast, dann nimm es heraus, sodass du dich gerade absinken lassen kannst auf deinen linken Po. Dein rechtes Bein in einem ganz langen Kreis um das linke Knie herum. Vielleicht dein linkes Bein strecken. Ja, gleiches gilt. Beide Sitzbeinhöcker müssen auf der Erde sein, sodass du dich wirklich aufrichten kannst in deiner Wirbelsäule. Vielleicht ein Kissen, vielleicht gestrecktes Bein. Die Hände um dein rechtes Knie herum. Zieh dich lang. Und dann linker Arm um dein rechtes Knie herum. Dreh dich. Einatmen, rechter Arm groß nach oben, zieh dich lang und der rechte Arm strömt hinter dich. Und dann finde deine Endposition. Ja, vielleicht hast du diese Hebelwirkung, linker Ellbogen, rechtes Knie. Vielleicht hast du dieses rechte Knie nur im Arm. Und zwar genau so, wie du gut atmen kannst. Und wenn du der Playlist folgst, dann ist dieses wunderschöne Lied von CC White, Surrender, die Hingabe. I will surrender. Das, was uns unsere Gesellschaft so selten, das, was wir so selten diskutieren. So selten üben und wirklich, wirklich praktizieren, hinzugeben an den Moment, so ganz voll, ohne festzuhalten, ja, zu dem, was sich zeigt. Also nimm diesen tiefen Atemzug in dein Bauch und in dein Herz. Ja, zu dem, was sich zeigt. Und es muss nicht immer vollends die Zustimmung sein. Aber es hat es verdient, gesehen zu werden. Und dann können wir aufräumen. Tief ein. Vollkommen aus. Lass nochmal wirklich die Sitzbeinhöcker sinken. Spür die Drehung in der Wirbelsäule. Halt die Halswirbelsäule ganz weich. Und dann lass den rechten Arm steigen. Dreh dich in die Gegenrichtung ganz sanft. Und dann finde deinen Weg in Shavasana. Vielleicht magst du dich direkt nach hinten rollen, die Arme weit ausstrecken und die Beine ganz weit geben. Vielleicht sind deine Knie nochmal wie ein Scheibenwischer von Seite zu Seite. Schau, was du brauchst. Wenn du auf dem Weg zu Shavasana bist, dann nimm die Musik heraus. Mach sie aus. Und erlaube Stille. Dich zu umfließen, der Stille dich einzuladen, einzunehmen, dich einzubetten. Und wenn du angekommen bist in Shavasana, dann die Beine weit und schwer, die Arme etwas vom Körper weg. Atme tief ein in den Bauch und Brustraum und aus durch den offenen Mund und lass Hinterkopf und Kreuzbein so schwer werden. Diese zwei besonderen Bereiche unseres Körpers. Dir vorstellen, wie du in diesen Bereichen Hinterkopf und Kreuzbein wie du einen Stecker in die Steckdose steckst, also wirklich so dieses dich so ganz hineinfließen lassen in die Erde, zulassen.
Die Hand deines inneren Auges nutzen, die Stirn glatt streichen. Du hast alles gesehen, alles gehört, hast gelauscht, hast geatmet. Deinem ganzen Körper von Zehen bis Fingerspitzen bis Haarspitzen erlauben, schwer zu sein. Und dieses Date mit der Erde so vollends wahrzunehmen, ohne Rückhalt. Beginne deinen Atem tiefer in deinen Bauch fließen zu lassen. Und zu spüren,
Realität in deinem Körper jetzt ist. So, vielleicht wieder mehr ein Gefühl von Globalität. Beginnen deine Füße und Zehen zu spüren und zu bewegen, Zehen zu beugen und zu strecken, deine Hände, Finger zu spüren, zu beugen und strecken. Vielleicht kreist du durch deine Gelenke, Fußgelenke, Handgelenke. Vielleicht magst du dich ganz klein einkugeln oder ganz lang strecken. Das, was du jetzt brauchst, um dich zu aktivieren. In jedem Fall nimm einen tiefen Atemzug auf einer Seite, die dich jetzt ruft. Kugel dich ein, spür dich und finde dann deinen Weg nach oben zum Sitzen. Und wenn du im Sitzen angekommen bist, dann machst dir nochmal bequem, lass die Wirbelsäule lang sein, die Schultern von den Ohren weg, die Hände auf den Knien oder im Schoß ankommen lassen. Was zeigt sich? Was zeigt sich jetzt? We must get back into relation. Vivid and nourishing relation to the cosmos and the universe. The way is through daily ritual and reawakening. We must once more practice the ritual of dawn and noon and sunset, the ritual of kindling fire and pouring water, the ritual of the first breath and the last. To these rituals we must return. We must plant ourselves again in the universe. This is the path of reconnection. Mit der nächsten Einatmung nimm die Hände zusammen vor deinem Herzen und setze die Intention, ein Ritual, etwas, was du täglich tust, wirklich ein Ritual sein zu lassen. Vielleicht ist es dein Tee, vielleicht ist es dein Gang in den Garten, vielleicht ist es der extra Moment, den du nimmst, bevor du antwortest. Lass es etwas Kleines sein, das du tatsächlich jeden Tag wahrnehmen kannst. Aber setze die Intention, dass es wirklich ein tägliches Ritual wird. Etwas, was dich vollständig in die Präsenz bringt. In das Verbundensein mit dem, was größer ist als du. Atme tief ein. Aus durch den offenen Mund. Atme ein für ein gemeinsames Om. Namaste. Herzlichen Dank für euer Kommen. Eine etwas ruhigere und langsamere Yogastunde. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend. Ich freue mich, wenn ihr mir noch kurz winkt. Ich freue mich immer sehr. Hi, Caro. Hi. Zwei Karos, immer schön. Ich habe zwei Karos immer hier mit. Du warst total klasse. Ihr müsst euch unbedingt mal treffen.
Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Restabend. Genießt das Wochenende. Hallo, Christina. Hi. Schön, dass du auch immer mit uns dabei bist. Freue mich immer. Jetzt sind wir die Lea, die hört immer mit meinem iPad Musik. Und wenn dann jemand von euch sich anmeldet, und dann sieht die das immer, weil da kommt so eine Benachrichtigung, dann sagt sie immer, Mama, es hat sich gerade wieder jemand zum Yoga angemeldet. Und dann, die lernt ja gerade lesen und dann sage ich immer, lies mal vor, wer ist es denn? Und dann kommt immer, es ist die Caro. Oder die Christina, freut mich total. Also schön, ich, vielen, vielen Dank. Lasst es euch gut gehen, freue mich auf euch nächsten Mittwoch. Vielleicht ein kurzer Ausblick.